I've been sitting here thinking about. He's a legend. He's a legend. Das Geheimnis von Muskelqualität ist Volumen, hartes Training, nicht zu lange Pausen und die Muskulatur zweimal die Woche durchtrainieren. So einfach, genau. Man soll sich gar nicht so viel Gedanken darüber machen. Aber die meisten haben Angst, dass sie zu viel machen. In Miami 2011. Habe ich nochmal mitgemacht, das letzte Mal. Und das Motto ist halt immer, gib alles und gib das Beste. Wir haben schon so viele Leute zum Meister gebracht, kann gar nicht mehr zählen. Aber immer schön Gas geben, ne? Egal wie alt man ist. Ja, die Neuzeit, die Entwicklung vom Bodybuilding, was soll ich dazu sagen? Also ist nicht so mein Fall. Die Leute zum Beispiel, ja, die sind einfach viel zu rund, viel zu massig. Da fehlt ein bisschen die Qualität, dann wird die Taille auch zu breit, weil die haben einfach viel zu viel Gewicht. Und die Qualität von damals zum Beispiel, obwohl die haben auch irgendwie haben die auch Qualität. Aber das ist alles so irgendwie so voll Wasser und das ist kein effektiver Muskel irgendwie. Wenn ich dann manche sehe, wenn die dann nicht mehr trainieren, wie schnell die dann wieder dünn werden und so, also das ist echt der Wahnsinn. Ich trainiere auch nicht mehr so viel wie früher, viel weniger. Und ich wiege immer noch 108, 110 Kilo immer, also jetzt ohne großen Aufwand. Gell? Aber ich muss auch nicht viel essen oder sowas, also ich halte immer mein Gewicht. Und wenn ich mir da manche angucke, die dann nur noch irgendwann 90 Kilo wiegen, ne? Auf meine Größe, und haben auch mal 120 gewogen, das verstehe ich nicht. Also, und was mir noch sehr gut gefallen hat, zum Beispiel der John Roden hat mir super gefallen. Ne? Jetzt eigentlich auch jetzt noch Neuzeit gewesen. Cedric McMillan, obwohl die leider nicht mehr leben, hat auch schöne schmale Taille gehabt. 2009 habe ich dann wieder angefangen mit dem Training, im Februar. Und da habe ich so 79 Kilo gewogen. Ne? Dann habe ich erstmal dreimal die Woche trainiert, so 45 Minuten, da hatte ich überall Schmerzen. Gell? Und aber ich habe innerhalb von 3 Monaten habe ich dann mein Gewicht dann auf 98 schon erhöht, gell? Von 79. Und dann habe ich halt noch mehr trainiert, da war ich dann irgendwann schon über 100. Halt nicht in Form, halt ein bisschen speckig, aber das ging dann relativ schnell wieder. Und ja, dann habe ich dann schon trainiert. Und dann hat sich dann Ende 2009 hat sich dann die Dagmar auch bei mir gemeldet. Hat mir einen Brief geschrieben damals noch. Briefe, also heute gibt es das nicht mehr. Da habe ich einen Brief bekommen, okay, habe ich ihn durchgelesen, habe ich mich erstmal nicht gemeldet. Ne? Ich habe gedacht, okay, ne, ich melde mich erstmal nicht. Das war dann so Ende 2009. Und da war ich aber schon im Training, ne? So 3-4 Mal die Woche, also eher 4 Mal die Woche. Habe mich auch schon gut ernährt. Problem ist bei vielen, gell? Die üben zu wenig. Weil das ist ja Präsentationssport, ne? Und die müssten eigentlich viel mehr machen. Die haben halt zwar guten Körper, gute Form, aber die können das nicht auf die Bühne bringen. Das ist das Problem. Bei mir war früher auch so, also wenn ich ehrlich sein soll, so Posing üben und so, war ich echt faul gewesen. Ne? Jetzt zum Beispiel würde ich es ganz anders machen, weil das ist genauso wichtig wie das Training. Und ich habe da Posing ungefähr gar nicht so viel geübt. Also ich habe das einfach so drin gehabt, da habe ich es halt immer gemacht. Aber da wäre damals auf jeden Fall noch auch Verbesserung möglich gewesen, wenn ich das noch mehr geübt hätte. Aber heute, die Athleten, die vergessen das einfach, dass das Posing, dass die Präsentation sehr, sehr wichtig ist. Ne? Dann war ich noch über Silvester und Neujahr in Polen bei meinem Bruder zu Besuch. Dann bin ich zurückgekommen, da war noch mal ein Brief da von der Dagmar. Und meine Mutter hat mir dann damals gesagt, hör mal zu, die Dagmar hat hier angerufen, du sollst sie zurückrufen. Ne? Erstmal habe ich überlegt, mache ich nicht. Gell? Dann habe ich das mal ja, den zweiten Brief nochmal durchgelesen und das Bild dann halt von ihr gesehen. Und dann haben wir dann telefoniert und dann haben wir eigentlich jeden Tag telefoniert. Und dann kam sie auch zu mir dann, mich besuchen, nach Wiesbaden, also in der Nähe von Wiesbaden, Holzhausen, mit dem Auto. Und ich habe dann zu dieser Zeit auch keinen Führerschein gehabt. Ne? Sie ist dann zu mir gekommen und hat mich mit dem Mercedes Cabriolet abgeholt, ne? Und sagt, du fährst, weil wir wollten dann nach Wiesbaden fahren, zum Pizza Hut was essen. Ich habe sie dann eingeladen. Ne? Und sage ich, geht leider nicht, ich habe keinen Führerschein. Das war auch peinlich ohne Ende. Gell?
Ja, wir haben halt in Wiesbaden was gegessen und dann haben wir uns halt jedes Wochenende haben wir uns getroffen. Dann irgendwann bin ich auch hierher gekommen, zu ihr, für 2 Tage und dann wieder zurück und dann haben wir beschlossen, okay, entweder du kommst nach Wiesbaden oder ich komme hierher. Dann habe ich mich halt dafür entschieden, sie wollte schon eigentlich nach Wiesbaden kommen. Sie hat ja schon einen Job gehabt im Fitnessstudio als Geschäftsleitung. Und ich habe gesagt, nein, ich will aus Wiesbaden weg, hier kennt mich schon jeder. Ich komme nach Unterfranken. Ne? Das Geheimnis von Muskelqualität ist Volumen, hartes Training, nicht so lange Pausen und die Muskulatur 2-mal die Woche durchtrainieren. So einfach, genau. Man soll sich gar nicht so viel Gedanken darüber machen. Einfach machen und Gas geben, dann funktioniert das auch. Man muss halt dran glauben und dann nicht dann immer wieder versuchen, das Training zu ändern und zu wechseln und da und da. Und alle versuchen, das Rad neu zu erfinden. Man muss einfach Gas geben. Ob ich jetzt 4 Sätze mache oder 5 Sätze, 6 Sätze oder 5, 6 Übungen, das muss man doch irgendwie spüren. Also auf jeden Fall Volumen. Ja, in der heutigen Zeit, die ganzen Bodybuilder, ob das jetzt Amateure sind, ob das Anfänger sind, die lesen einfach viel zu viel. Es gibt einfach zu viel Material im Internet, Social Media. Überall wird was geschrieben, jeder schreibt irgendwas, jeder weiß es am besten. Jeder hat diese Secrets, die Secrets for Victory. Ne? Jeder versucht, das Rad neu zu erfinden. Eigentlich geht es da um mehr das Kommerzielle. Weil du kannst das Rad nicht einfach neu erfinden. Jeder gibt irgendwelchen Übungen, irgendein Programmen gibt der spezielle Namen und denkt, der hat das jetzt neu erfunden. Aber die ganzen Übungen, was die da alles machen, die haben wir schon vor 40 Jahren früher gemacht. Also das ist jetzt nichts Neues. Und die versuchen jetzt irgendwie so schnell wie möglich, aber mit wenig Einsatz viel Erfolg zu haben. Und dabei lesen die auch zu viel. Die holen zu viel Infos. Es gibt einfach zu viel Material im Netz, was man sich angucken kann, lesen kann, was man sich anhören kann. Und dann weiß man im Endeffekt gar nicht mehr, was soll ich denn machen. Es gibt einfach zu viel. Es gibt viele Wege nach Rom. Aber du kannst das Rad nicht neu erfinden. Man muss halt richtig essen, richtig schlafen, genug schlafen und richtig Gas geben, die Muskulatur richtig fordern, Sätze schruppen, Volumentraining. 2-mal die Woche die Muskelgruppen durchtrainieren. Nicht einfach nur so dünn drüber und nur so ein bisschen durchpumpen. Das funktioniert vielleicht bei Leuten, die super Genetik haben. Aber ich denke, dass die auch früher hart trainiert haben und dann später halt nur noch am Pumpen sind. Aber das habe ich früher auch so gemacht. Ich habe ganz früher als Amateur viel mehr trainiert, wie später als Profi. Aber dazu brauchst du auch erstmal diese Basis. Man muss erstmal was schaffen. Und dann später kannst du halt nur noch ein bisschen feilen, ein bisschen meißeln, um die Qualität aufzubauen und noch besser zu machen. Aber nicht zu viel lesen, sich auch nicht zu viel Gedanken machen über Gott und die Welt, ne? Über Umwege, Abkürzung zum Erfolg. Also die meisten haben Angst, dass sie zu viel machen. So ein Quatsch, weißt du, ich meine. Wenn es mir schlecht wird und mir schwindelig und dann merke ich, okay, dann was dann vielleicht, das reicht dann. Ne? Aber bevor die überhaupt das Training anfangen, denken die, oh, ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel mache oder so. Das heißt zu viel. Wenn ich auf dem Boden liege und bin bewusstlos, dann habe ich sehr wahrscheinlich zu viel gemacht. Ne? Aber solange du noch auf den Füßen stehen kannst, dann passt alles. Ein Thema, wo Bodybuilder nie gerne drüber sprechen, ist das Thema Anabolika, Doping, Muskelaufbau. Was kannst du mir zu der Thematik insgesamt sagen? Was darfst du sagen? Kann ja auch sein, dass einiges schon verjährt ist. Keine Ahnung. Ja, ich meine, das soll jeder für sich selber entscheiden, ob man das braucht oder nicht, gell? Mhm. Und mehr sage ich jetzt dazu eigentlich gar nicht, gell? Und dann bin ich dann im September, am 1. September 2010 hierher gezogen. Aber in dieser Zeit von Februar, am 20. Februar 2010 haben wir uns das erste Mal getroffen. Und sie war echt jedes Wochenende war sie bei mir. Also sie hat mich jedes Wochenende besucht mit dem Auto.
immer hin und her. Das sind 500 Kilometer von hier. Und manchmal auch unter der Woche kamen sie dann abends und dann am nächsten Tag morgens früh wieder nach Hause. Und das haben wir dann so durchgezogen von Februar bis September. Im September bin ich dann hierher gezogen. Da sind wir zusammengezogen in für einen Monat ist man so eine, wie hieß das nochmal, diese Wohnung da, wo wir hatten. Ferienwohnung, genau. Da haben wir uns auch schon eine Wohnung gesucht, haben wir dann einen Monat später schon eine Wohnung gehabt, sind wir dann zusammengezogen. Und wie gesagt, das Fitnessstudio haben wir dann auch schon dann gleich im 1. September waren wir schon drin. Offiziell dann ab 1. Oktober 2010. Und jetzt haben wir immer noch dann die Fitnesswerkstatt. Und tun wir Athleten vorbereiten, so seit 2012. Aber immer schön Gas geben, ne? Egal wie alt man ist. Obwohl, ich habe jetzt schon weniger, also ich mache halt weniger von den Gewichten her, ne? Wie früher, weil wie gesagt, ich bin über 50. Und ab und zu kratzt das Wissen am Ego, dass die Gewichte ungefähr um die Hälfte geworden sind. Aber ich bin immer noch froh, dass ich so gut trainieren kann, ne? Ist auch schon mal viel. Foto von der Masters Pro, also das wurde dann hier in Deutschland gemacht, ein paar Tage nach der Return of the Legends, die Masters Pro in Miami 2011. Da habe ich nochmal mitgemacht, das letzte Mal, da war ich schon 44. Ja, das gefällt mir weiter, dass man aus dem Körper so viel rausholen kann, dass die Leute bereit sind, richtig Gas zu geben, was Besonderes im Leben zu erreichen. Und dann mit meiner Hilfe, durch meine Erfahrung, durch jahrelanges Training. Ich meine, ich trainiere schon schließlich 40 Jahre mit allem drum und dran. Und da bringe ich schon dann sehr viel mit. Und mir gefällt es einfach, wenn die Leute so begeistert sind in dem, was sie machen. Und dass ich die dann dabei auch unterstützen kann. Und mit meinem Wissen, mit meinem vollen Einsatz zum Erfolg bringen kann. Endspurt. Mhm. Oh. Ja, man merkt, fünfte Übung, das ist schon gut. Eine kleine Geschichte zu dieser Maschine. Also an der habe ich schon in den 90er trainiert. Die blauen Maschinen, die ich hier drin habe. Als Profi, wo ich noch aktiv war, habe ich an denen schon trainiert. In den 90er Jahren. Die habe ich aus Wiesbaden geholt. Und das war das Sportpoint in Schierstein in Wiesbaden. Und habe ich dann gedacht, die haben das Studio quasi dann geschlossen. Und da habe ich ein paar Maschinen da gekauft von denen und habe ich gedacht, die müssen unbedingt hierher rein. Und dann habe ich mir dann die geholt. Und wie gesagt, die Maschinen sind über 20 Jahre alt. Also ich glaube, die ist jetzt 97 oder so gebaut. Ich denke, ja, die ist 25 Jahre alt, die Maschine. Und die funktioniert richtig super, richtig gut. Alte Gym 80, unverwüstbar. Jawohl, da läuft die Soße, ne? Brutal, ne? Da läuft der Schweiß, so wie es sein muss, ne? Also das ist auf jeden Fall die letzte Übung, gell? Ich merke auch schon langsam so, juhu, wird so, so ein bisschen wie leicht besoffen, gell? Ja, ich meine, für mich ist das auch schon so eine Bestätigung, dass ich im Leben schon was Besonderes gemacht habe und erreicht habe. Wenn dann der Emilio Martinez zu mir kommt, gestern bei der Registrierung hat sich sehr gefreut, dass ich da war und dass er gesagt, das ist die lebende Legende hier, der Roland, freut sich, dass ich da bin. Herr Kapitän, nice to see you. Ja, always. Yeah. Why? Ist der Number One. That's my coach. You are a looking man, brother. You are a looking man. Yeah, I know. No, 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 no. I know you are a looking man. Okay. That's the man here. You make the biggest show here. I like it. I'm very happy you come. I like it. I'm very happy. I'm he's very a legend. Happy to be here. He's a legend. He's a legend. Und ich habe seine Handynummer dann gleich mitgegeben. Ich habe letztes Jahr schon kurz gesprochen. Und das geht dann richtig runter wie Öl. Ne? Da weiß man, dass man was Besonderes gemacht hat. Und da hat auch gesagt, ohne Geschichte, ohne History gibt es keine Zukunft. Da hat er auch recht gehabt. Ne? In dem Sinne, was er gesagt hat. Das ist wirklich so. Geschichte von Geschichte kommt an die Zukunft. Und natürlich, Roland an sich ist natürlich auch ein Riesenvorbild. Ich glaube, jeder im deutschen Bodybuilding
kennt den Roland und nimmt ihn auch selber als Vorbild. I believe I can fly. Diese Pläne und sowas, ja, ich kann dir sagen, wie viele Übungen du ungefähr machen kannst und was du kombinieren kannst. Rücken mit Schulter oder Rücken mit Bizeps oder keine Ahnung, Dreisplit, Vierersplit. Aber wie viele Sätze, wie viele Übungen, das musst du selber für dich entscheiden. Das musst du fühlen. Weil ich fühle jetzt langsam, ich fühle jetzt, ich meine, ich bin jetzt 54, gell? Aber ich fühle jetzt, ich bin platt, gell? Ich bin echt am Arsch jetzt. Ne? Also ich mache jetzt nur noch einen Satz und das war's dann. Also mehr geht bei mir nicht. Klar könnte ich noch zwei Übungen machen mit 5 Sätzen oder so. Aber dann nur noch auf Halbgas. Bringt da gar nichts. Da wird der Körper auch katabol. Also ich merke diesen Zustand so leicht schwummerig, gell? Da merke ich dann, das reicht jetzt. Auf Halbgas, ne? Ich mache nur Vollgas und wenn ich nicht mehr Vollgas machen kann, dann höre ich auf. Ja! Uah. Jawohl. So, eine geht noch. Ne? So, jetzt machen wir nochmal Reduktionssatz, weil er so schön war, gell, heute. Und dann packen wir erstmal All in, gell? All in. Und dann reduziere ich 2-mal und dann die Mikro. Was ist dein Lebensmotto eigentlich zurzeit? Gibt es sowas, dass du sagst, okay, also ich habe zum Beispiel für mich, habe ich irgendwann mal überlegt und das trifft es eigentlich immer, für mich gilt immer dieses, mein Glas ist halb voll. Hast du sowas in der Art? Ja, also ich denke immer positiv, wie bei dir. Also bei mir ist das Glas immer auch halb voll. Ne? Ja. Und das Motto ist halt immer, gib alles und gib das Beste. Also ich sehe mich da gar nicht so als Legende. Ich sehe mich als ganz normalen Menschen, der jetzt weiter gerne trainiert, der auch die Athleten coacht, Frauen wie auch Männer und an dem zum Erfolg bringen kann. Aber ich fühle mich irgendwie, ja, nix, ganz normal halt. Ne? Ich bin froh, dass ich das noch machen kann, machen darf, dass ich selber noch so gut trainieren kann. Also in Rente, das sieht echt schlecht aus, weil mir macht das einfach die Arbeit, das Coaching mit den Athleten, auch das Private, das Persönliche, das Menschliche, das Psychische, dieses alles drum und dran, das macht mir so viel Spaß. Da lernt man immer neue Menschen kennen und das ist einfach die Zukunft, das ist die Aufgabe, das macht mir richtig Spaß und ich werde damit auf keinen Fall aufhören. Also ich werde es bis zum Ende machen, solange es geht. Also man nennt mich Meistermacher, klar. Also den Namen hat mir die Dagmar gegeben. Ne? Vor Jahren schon und glaube ich seit 10 Jahren habe ich jetzt den Namen und wir haben schon so viele Leute zum Meister gebracht, kann gar nicht mehr zählen.